Mein Name ist Ivo von Renne und ich bin schon seit über 40 Jahren im BFF. Am liebsten fotografiere ich Menschen, also inszenierte Realität und Porträts. Mit Licht kann ich zaubern, so wie hier an Regentagen, und ein gutes Casting ist schon das halbe Bild. Dieses Bild von drei Geschwistern in Australien gehört zu meinen absoluten Lieblingsbildern, was ich jemals von Kindern gemacht habe. Man muss als Fotograf elastisch bleiben. Essen kann man ja zur Not immer noch im Stehen und dann geht es eben wieder in die Hocke. So wie hier meinen uniformierten Assistenten in Tokio kürzlich. Ich habe in 17 Jahren USA gelernt, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufs Set kommt. Und wenn man mal kein Stativ hat, dann hilft unter einer Leica auch ein Brotkorb. Es geht neuerdings das Gerücht rum, ich hätte immer einen Koffer mit Vögeln dabei. Für Fotografen wie mich, die aus der analogen Zeit kommen, ist das digitale Zeitalter natürlich ein Segen. Man kann mit der Technik von heute deutlich schneller, effektiver und präziser sein. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht schon mal fotografiert habe, aber in der Wiederholung liegt natürlich auch ein großer Reiz, es nochmal wieder anders zu machen. Und wenn die Blase dann irgendwann mal platzt, dann wird eben geheiratet, dann kommt man aus dem Wasser wieder raus und fängt von vorne an. Thomas Gerwas vom Profifoto hat neulich mal zu mir gesagt, weißt du was, du bist eigentlich gar kein Fotograf, du bist Designer, du bist ein Gestalter. Damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Und wir machen jetzt Business-Seminare mit der Kamera als Werkzeug für Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Das sind Dagmar und ich vor unserem Wochenendhaus in Athen. Und es gibt natürlich nach wie vor meine wunderbaren Fotoworkshops.